Hallihallo, herzlich willkommen zurück. Wir spielen heute an diesem Mittwoch Limited Time The Mud 10 um Joe Thomas, den 9. Spieler dieser Serie. Nächste Woche und nächstes Wochenende heißt es dann eben, wir spielen die letzte Challenge und dann geht es eigentlich schon darum, dass wir, oder bin ich gespannt, wen wir bekommen am Ende dieser Serie. Erstes Spiel heute mit Ray Lewis und KKG, da bin ich schon riesig gespannt drauf. Ich hoffe, sie zerstören ordentlich. Und das meine ich, wie ich sage. Don't get sacked more than 3 times. Rush for 40 or more yards every quarter. Okay, wir müssen viel laufen heute. Und wir dürfen nicht mehr als 3-mal gesackt werden. Natürlich heute Quarterback Cam Newton, Tyler Lockett, Ray Lewis, Earl Thomas. Glaube ich, 4 unfassbar starke Spieler dabei. 88 overall Master Michael Thomas, Wide Receiver. Der interessiert mich nicht mehr vom Rating her. Das ist so. Ja. Aber gut. Man muss auch mal Glück haben. Definitiv. So. Muss man meinen eigenen Ton hier machen. I'm the coach. Up next, another ultimate challenge on EA Sports. For this next challenge, you need to complete all the challenge goals to get the win. You can view the goals at any time from the pause menu. To finish this out, here's Brandon Godden and Charles Davis. Genau. Wir spielen gegen die Browns, die ihr ehemaliges Color Rush Trikot als neues Heimtrikot haben. Und Tyler Lockett darf jetzt gleich mal zum ersten Mal laufen mit der Nummer 16. Kommt zu 35. Der Einkicken von der 35, wir laufen zu 35 zurück. Mal kurz Quickslants probieren auf Tyler Lockett mit Cam Newton. Aber wir müssen laufen. Ich würde sagen, wir müssen doch. Wir müssen doch mindestens 40 Yards laufen. Oh Mann. Gordon kommt da überhaupt nicht vorwärts. Gordon happy to be back in the fold after reporting to the Chargers on September 26. And oder Lockett, third down. Newton wirft nicht. Das ist der erste Sack. Wir probieren es. Viereck oder Kreis. Nein! Oh Mann! Ich hätte Viereck drücken sollen. Scheiße. Jetzt können natürlich die Browns. Nein, der hätte einfach nur fangen müssen. Der steht ja davor. Wer war denn das? Mann. Natürlich Ed Reed. Jawohl, Mayfield ist down und somit steht er wieder an der 21-Yard-Linie. Gotta imagine the pass rush will be equally intense here on second down following the sack. It's second and 18. Mayfield able to get this one. Jawohl, Melvin Ingram. And he'll go down here at the 12-yard line. 8 yards. Third and 10. Now they face third down. Play fake. Mayfield on the move to his left. He can run for. Und schafft's nicht. 2-Yard-Linie. Cleveland führt. Nein, da war die Lücke. Ich habe die Lücke gesehen und bin nicht durchgekommen. Shit. The Charger drive about to get going. And on that last drive, went for it on fourth, turned it over,
A good job by their defense, though. They held him to three, but this offense, they've got to be a little bit better, a little bit more careful here. And sometimes when you see these calls on fourth down, when they decide to go for it, it's not necessarily the coach saying, I believe in my offense. Sometimes the coach saying, I believe in my defense. I can afford to go for it here, because if we don't get it, I don't think we'll give up more than three. And that's exactly what happened. You think that factored in? I do. I think that he had that in his mind going into the game, that I'm going to be aggressive on offense, because I know I've got a defense that can hold up their end. Das bringt halt auch nichts. Wenn wir halt Spielzüge haben, die ihnen so in den Schoß fallen. Ja, das bringt uns auch nichts. Fierk und Kreis. Die Andrew Hopkins. Alter, die Defense ist hardcore. Quick Pitch, probieren wir es mal. Außenrum. Das hat mal gar nicht funktioniert. Stellt sich dann die ganze Formation an. Juszczyk voraus, jawohl. For the Browns, a nickel set here on third down. Second quarter, 2 minutes remain, 3-0 our score. Bei den Spielzügen, den ich am besten kenne, Allen ist das anvisierte Ziel. No way. Denied und somit haben wir 4th and 6. Grant Gano geht für den Kick, jawohl. 3-3. So the drive stalls out inside the 15-yard line, but they do get three. And I've talked with enough players nowadays that when they have these types of kicks, that no one says to their guy, hey, that's just like making an extra point, piece of cake. Das ist Jabke, ja. 24. Sehr gut, Jungs. Just give him confidence and let him knock it through. Bucks Landshow hat eigentlich gut funktioniert vorhin. And they had 3 points last time, but they didn't want 3 points because they were well within range of scoring a touchdown. We'll see if they can do better now. I'm with you on that one. Let's just go ahead and jawohl. The only one happy about the 3 point kicker. Second and 7. That's going to help him in contract time. But that offense, they're thinking, let's get in the end zone this time. I don't know if that helped him in contract time. You could have kicked that one through. I don't know about that. Super tough. Oh, OBJ ist durch. Oh Mann im Himmel. Das kann's halt nicht sein. Das kann's halt auch nicht sein, weißt du? Is actually one of the safer things an offense can do. Get the ball out to the receiver as fast as possible. Hope he's got man-to-man coverage and hope that his athleticism wins on the perimeter. Mayfield now looking to throw on first down. Ist das dein Ernst? Der kippt einfach nach rechts weg, anstatt dass er tackelt. As they get the stoppage with a little over 50 seconds to go in the first half. That last catch short of the marker by just a yard leaves him with a very manageable second and one. Mayfield now. He's getting a Joku who's no. Been tight in. It's a loss. Jarvis Landry. Now third down. Oder nee, war nicht Landry. Ja, ist incomplete. Ja. Ja, 4th and 3. Return Mittel. Wir kriegen nochmal die Chance. Wir kriegen nochmal die Chance. Call quit. Runter damit. Wie kickt er jetzt aus? Bei 18 Yards.
Wir müssen schauen, dass wir jetzt irgendwie nochmal davor kommen. Jawohl! Vielleicht kriegen wir zumindest noch ein Field Goal hin. Tyler Lockett. Der fängt ihn halt auch nicht, weißt du? Das ist Allen. And they'll get him down as he's inside the 40. Now the Chargers will use the second of their timeouts as they'll stop it with 14 seconds to go in this first half. This offense finding its legs now. Here's another first and 10. Looking for Allen, he's got him. Jawohl. He's going to go out of bounds, but he takes this one down just shy of the 20. 18 big yards on that one and a Charger first. So even though it's first down, here's the field goal unit on now to try to get three before halftime. He hit his first, this one from 38. Jawohl, 6-3. Boah. And they will take the lead here in this battle of field goals at 6-3. So we will not go into the lockers tied. We do have a leader in the clubhouse, so to speak. Yeah, it's only 3 points, doesn't seem like much. But it looms big the way that they got it done right before the half ended. This one taken just inside the 10. So, das ist das Ganze vorbei. Und es steht 6-3. Stark von Johnson. Tampa 2 Contain hat uns den vorhin gerade eingebracht. Das war Desmond King mit dem Tackle. 5 Yards. Das ist die Mitte, ist wieder frei. Incomplete. Earl Thomas. We saw this a lot in the first half and it continues. These receivers just not able to get much separation. So that means they have to win the 50-50 balls. They've got to go up with the defender and find a way to start coming down with them. And this time contact. Ah, fuck this. Das ist das Problem. Tampa Contain funktioniert super, aber du hast in der Mitte immer diesen Platz, der komplett frei ist. Und das ist kacke. Und ich habe noch keinen Weg gefunden, diesen Platz, ich nenne es mal, zu füllen. Hier auch wieder. Jawohl. Run, wollte gerade sagen. 7-6. Muss es probieren. Und das sind 2, die killen. Und damit haben wir 4th and 3. 4. und 3. Das heißt, wir kriegen ihn starke Defense-Leistung. Voll Crit, der geht ins Aus. Eine 7-Yard-Linie, das ist nicht einfach. Fantastic punt. And for all those who wonder, what do punters do during the course of practice each and every day? The best ones do what we just saw there. Work on positioning the football and help. Das ist genau das, was ich meinte, weißt du? Einerseits, es ist schön, wenn er geblockt wird, aber wenn halt in mich reingeblockt wird, kann ich halt auch nicht mehr ausweichen, sobald ich sehe, okay, bin jetzt an dieser gewissen Stelle. Second and 11.
keep it on the ground. Again, Gordon. And he's able to get more than half of what they needed. That brings up a third and five. Gordon, a pro bowler for the second time last season, 885 yards, 10 touchdowns. And that was only in 12 games played a season ago. And he also switched jersey numbers in the offseason from 28 to 25. Jawohl. That's the number he wore when he was dominating the Big Ten college gridiron for the Badgers of Wisconsin. 16 yards is the pickup there and a first down for L.A. So. Ich stehe zumindest mit meiner 28-Yard-Linie. Das ist ein Ekeler. Ja, aber er schafft zumindest 7 Yards. Das musst du ihm lassen. First down, stay in bounds, keep that clock rolling. And look at that play chart that the play caller has in his hands right now. That's what you got to focus on. Jawohl, first down. That's divided up by sections. And right now, he's looking at that 4-minute offense section. What running plays do we have to bleed down the clock and take care of the football? Right now, they're wieder Austin Ekeler. Vorbereitungs klasse Job gemacht und stolpert. Das gibt's halt nicht. Da ist nicht so viel Platz und dann stolpert er halt einfach. Und das ist halt ärgerlich. Fuck, Allen, Viereck oder Hopkins, Kreis. Newton auf Allen. Und da ist viel Platz für Keenan Allen. Und Keenan Allen mit dem... Nicht im Touchdown. Ich muss es probieren. First and goal in der 1-Yard-Linie. Jawohl! Und Melvin fucking Gordon! Touchdown! I wonder if he changed anything on his play sheet. Or they just executed better. Because they had two previous drives that ended in field goals. Before this one, they finally were able to put into the end zone. Well, whatever he did, speaking of the offensive coordinator, might be using that formula going forward. It worked there. Yeah, it worked very well. He and his field general in pretty good sync right now. They're starting to move the ball well. Graham Gano on for the extra point. Ja, Graham Gano ist halt nicht schnell genug. Fuck this. Let me go ahead and show my age a little bit. I liked it when they would fake it from the 3-yard line, right? When you'd line up, go ahead and oh, there's a fake and now he's gonna get two. That's great. But from the 15. Kommt über die 28 Yards. Miller macht den platt. Cover 4, Drop, Contain. Wir müssen versuchen. Boah! Desmond King! Desmond fucking King! Three times he led the Browns back to victory in the fourth quarter. What can he do here in year number two? Throwing again on second and ten. Jawohl, und wieder Desmond King. Third and 11. Here on EA Sports. So the Browns in possession of the football here as we get you reset. And let's see what they've come up with offensively after having time to talk it. Oh, Joey Bosa! And down he goes again. Joey Bosa in there to drop him as timeout, Cleveland. Now the Browns will use the first of their three timeouts as they stop it prior to what will be an important fourth down. And they're indeed going to go for it here on fourth down. So trailing here in the last quarter, let's see how this plays out. Oh, spannend. Den kriegt er nicht. Beckham hat ihn nicht und somit stehen wir in der 18-Yard-Linie. Ekeler, da war der Weg nicht frei. Der Weg ist frei.
Austin Ekeler, 18 Yards, Touchdown. Nice job, boys. Nice job, boys. Firmly in control right now, but I'm looking at your face and I'm thinking I've got to be careful with that. Well, it's a two-score game. You're inside of 2 minutes. I think you can breathe relatively easily now. Yeah, you can. Two-point conversation. Newton auf Gordon und da ist alles frei. 20-3. Melvin Gordon, zweiter Touchdown. Anthony Lynn, sehr zufrieden mit seiner Mannschaft gerade. Zumindest in der zweiten Hälfte. Erste Hälfte so lala. Aber die zweite Hälfte jetzt ist souverän. The Cleveland offense now as they get set to take over here. They're down big here late. I don't know. You just one last drive here for five. Lewis wartet da halt nur auf einen guten Tackle. Jawohl, Freddy Cox macht ihn da fertig. Callaway. Second and nine. Kann mich nicht freikämpfen hier. Oh, schöner Fake. Und Desmond King springt ins Leere. Ray Lewis mit seinem ersten Tackle. Nicht Desmond King. Seit Chazier habe ich so das Gefühl, ist ein bisschen, seitdem Lewis da ist, funktioniert er nicht mehr so, wie er sollte. Cover 3 Sky Press. Chazier hat ihn. Gerade schimpfe ich ihn noch und schon hat er ihn. Klasse gemacht. They frustrated the offense the entire ball game. That's why they're walking out of here with a victory. And they're going to love to walk out of here with that as their final action. Wir führen 20-3. Wir müssen jetzt nicht kneelen, um dieses Spiel zu beenden. Auf geht's, Cam Newton. Concept. Deep Pass. Hail Mary. Verticals. The Charger drive about to get going. Lockett, Hopkins, Allen. Over, but the shouting, you might say. Now, there's one timeout remaining defensively, but probably no real need to use it here. Oh, der ist so frei. Tyler Lockett ist so frei. Und er hat ihn. Er hat ihn. Bist du irre? Now the Chargers will use the second of their timeouts. Was ein Pass. Was ein Pass. Alter. Es ist schon hart frech. Slants mit Hopkins und Allen. Oh, komm nicht hin. Schade. First and goal. Sehen wir nochmal. Selber Spielzug wieder. Die Andrew Hopkins ist der falsche Mann, wollte ich gerade sagen. Schade. Aber wäre lustig gewesen. Vielleicht gibt es jetzt noch einen Pick 6. Glaube ich nicht, aber das wäre jetzt die Krönung für Baker Mayfields Game. So gut angefangen. Nope. Eine Sekunde bleibt übrig. Ein letzter Sack. Nein, oh! Bleibt beim 20-3. Den Rest haben wir, glaube ich, nicht geschafft. Doch, vier Sterne haben wir. Don't get sacked more than three times. Nice. Return to Challenges. Damit habt ihr ein schönes, spannendes Spiel mitgekriegt hier. Vor allem die erste Halbzeit war sehr spannend. 6-3. Musste mich am Ende dafür entscheiden, dass ich das Field Goal mache, weil sonst wenn die danach den Touchdown machen, was sie ja dann zum Glück nicht gemacht haben, dann rennen wir dann eine Zeit lang
einem Haufen Scheißdreck hinterher. Left Tackle. Dich kann ich halt wirklich bis in die Unendlichkeit pushen. Das ist halt schon schön. Auf der Tanzelposition vor allem. Jawohl, 500. Und den Token kriegen wir auch noch. Jawohl. At the set, jawohl. 700, 700. Nice Sache. Auf EP wieder. Wenn der Nase ist, macht er komplett zu. Merkt selber, dass die Stimmlage dann komplett anders ist. Es tut mir unfassbar leid, aber sonst hätte ihr ja keine Folge. Und das will ja, glaube ich, niemand. Genau, jetzt fehlt uns noch genau eine Challenge. Und ich würde sagen, diese eine Challenge, die uns jetzt fehlt, bringt uns dazu, dass wir uns am Samstag mal ein Head-to-Head-Game reinziehen. Oder ich probiere ein Head-to-Head-Game. Mal gucken, wie das läuft. New Trading Store. Natürlich Veterans gibt es neue, so wie die Justin Coleman und Nick Foles. Weekly Missions. Aber auch ein Haufen. Genau. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Sagt Ciao mit V und bis zur nächsten Folge.